Es gab ja in Berlin noch eine illegale Leitung und die kannte ich gut. Und wenn die Möglichkeiten hatten zu fahren, dann haben die uns besucht und wir haben Erfahrungen ausgetauscht und politische Nachrichten. Und ich habe die Leute auch ein bisschen, wir haben die Leute auch ein bisschen unterstützt, wenn es ging. Haben sich gut bei uns satt essen können und haben ein paar Tage ausruhen können. Und der Bauer war sehr gastfreundlich, hat meine Genossen und Genossinnen da aufgenommen und die haben dort wohnen und essen können. Und wir haben über Politik diskutiert und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Und Wir der hatten Bauer wusste Kontakt auch, bis zuletzt. der wusste auch, was das für Leute sind, der Und Bauer. das wusste er eigentlich nicht. Und das hat ihn auch nicht beschäftigt. Er hat auch nicht gefragt. Es war ein großzügiger Mensch. Er war ein ganz frommer Mensch. Aber er war auch der Vater dieser Landstreicher, die es ja gab. Lufferin nannte man sie. Die im Sommer, wenn die Sonne rauskam, sind die aus dem Altersheim rausgezogen und sind über Land gegangen. Und die sind immer zu uns gekommen. Es waren drei Gehöfte in dem Weiler. Die sind immer zu uns gekommen. Wenn ein Neuer kam, kam er auch zu uns. Die hatten offenbar ein Zeichen draußen am Tor. Und der Bauer war sehr großzügig. Die haben bei uns mit am Tisch gesessen, mit uns zusammen gegessen. Im Winter haben sie in der Küche geschlafen, auf dem Bett da. Und im Sommer haben sie im Pferdestall geschlafen. Und die hat nicht gedacht, ihr müsst jetzt arbeiten. Die haben ihre Wäsche gewaschen und haben sich satt gegessen. Hat er sie gefragt, was macht der und der, lebt der noch? Freundliche Unterhaltung des Bauern mit diesen armen Teufeln, da konnten sie wieder gehen. Der Bauer war ein sehr freundlicher, feiner Mensch. Fromm durch und durch, aber keine Ahnung von der Welt. Aber sie hatten eine Tageszeitung, zwei Tageszeitungen auf dem Gehöft. Und so konnten Sie sich über den Verlauf des Krieges und so weiter Ja, informieren. ich war informiert und wir haben Nachrichten gehört, jeden Abend und auch morgens. Und ich habe die zwei Zeitungen gelesen. Eine war eine fromme Zeitung, Morgenblatt, und die andere war eine gute bürgerliche Zeitung, die große Zeitung aus Uppsala. Und die waren beide da und ich habe jeden Abend Zeitung gelesen, mit meinem Bruder diskutiert. Bin selten in Stockholm gewesen, an diesen Streitigkeiten der Immigranten habe ich mich nicht beteiligt, habe aber gewusst, was sie streiten. Die Immigranten haben ja nichts zu tun und sie streiten sich über die Zukunft, was sie machen werden, wenn sie mal gesiegt haben. Und da gibt es natürlich auch Querelen und Stänkereien. Immigrantenleben ist kein Honigschlecken. Haben Sie da mal ein Beispiel, wie das war? Also was da passiert Ja, ist da zwischen den gab Leuten? es einen, das war ein großer Mann gewesen vor 1933, Holzarbeitervorsitzender Fritz Zarnow. Der hat das berühmte Wort gesprochen: Wir sind Arzt am Krankenbett des Kapitalismus. Und der war es gab eine Arbeitsgemeinschaft deutscher Gewerkschafter, da war ich auch Mitglied, aber ich bin nie zu den Versammlungen gegangen, weil ich arbeiten musste und auf dem Dorf gelebt habe. Aber der hat ja schon Pläne gemacht, dass sie die Deutsche Arbeitsfront übernehmen, um die deutschen Arbeiter zur Demokratie zu erziehen. Darüber gab es natürlich heftige Streitigkeiten, sowohl unter den Sozialdemokraten wie auch mit meinen Freunden von der KPO. Das hat natürlich keiner haben wollen. Es gab alles Mögliche. Es gab solche, die also bereit waren, die bürgerliche Geschichte ganz zu übernehmen. Es gab welche wie den Heinig, der auch von der SPD-Führung war, der war anderer Meinung. Und dann gab es noch, die KP-Leute waren ja zum Teil noch interniert oben in Mura, in Dalarna. Ein paar waren in Stockholm. Der Willy Brandt war da, der war schon, glaube ich, nicht mehr sehr aktiv in diesen linken Vereinen. Der war schon fast mit den Amerikanern liiert. Aber es gab Diskussionen. Und natürlich waren die Diskussionen ein bisschen weltfremd zum Teil. Ja, was machen wir, wenn wir gesiegt haben? Das muss man den deutschen Arbeitern überlassen, was sie machen wollen. Das können nicht wir Immigranten bestimmen. Und das die Diskussion, das habe ich zwar erfahren, aber ich habe daran nicht teilgenommen, weil ich auch beschäftigt war.